Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Ja, heute geht es um einen Krimi-Auftakt und zwar um Molly Murphy. Und der erste Teil heißt Mord auf Ellis Island. Ja, bevor wir dazu aber kommen, muss ich gerade das Rechtliche, ihr wisst es, einmal abspulen. Und zwar, hier irgendwo steht Dauer Werbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt Bücher vorstelle oder über Bücher rede. Und das kann natürlich unter Umständen eure Kaufentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr alle nötigen Links, ihr müsst also nichts mitschreiben. Viele davon gehen halt zu Amazon, das könnt ihr auch klar erkennen. Und wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente und ihr unterstützt damit dann diesen Kanal. Das Buch, das ich euch jetzt vorstelle, ist ein Rezensionsexemplar vom DP Verlag. Und da bedanke ich mich nochmal, dass ich das lesen durfte und ich darf es jetzt auch auf meinem Reader behalten. Ja, so und jetzt kommen wir zu Molly Murphy. Die Geschichte startet eine Woche nach Queen Victorias Tod und wir befinden uns in Irland und Molly Murphy ist in einer heiklen Situation, weil der Sohn des Gutsherren sich an sie ranmacht und meint, sie sollte ihm doch jetzt bitte mal zu Willen sein. Sie ist aber nicht willig und braucht Gewalt. Ja, und dann muss sie flüchten, weil sie hat die, ich weiß nicht wirklich, ich denke aber mal, dass er wirklich tot ist. Sie wartet jetzt aber gar nichts ab, sie nimmt gerade das Nötigste und flüchtet. Sie will nach Amerika, denn nur dort ist sie sicher vor den Engländern, weil die Engländer haben damals nicht lange gefackelt. Die haben die Iren erstmal aufgeknüpft und dann haben sie gefragt, ob es vielleicht jemand anderes gewesen sein könnte. Sie muss also erstmal aus Irland raus, sie kommt dann nach England und von da will sie weiter nach Amerika. Ja, sie hat natürlich nicht viel Geld und da steht so ein Traumschiff, so ähnlich wie die Titanic, auch von der White Star Line, und sie denkt sich schon, oh, das sieht gut aus, damit fahren zu können und so weiter. Und sie lernt dann jemanden kennen, eine junge Frau, die zwei kleine Kinder hat, auch Irin, die sie halt, die ihr hilft aus der Patsche, und die sagt eben halt, dass sie sehr krank ist, dass sie TB hat, und das haben sie da wohl im Hafen festgestellt, und sie hat keine Chance nach Amerika reinzukommen. Ihr Mann ist aber schon seit ein paar Jahren jetzt in Amerika und sie wollte jetzt mit den Kindern hinterher. Also drückt sie ihr die beiden Kinder an die Hand, mehr oder weniger, um damit dass Molly sie halt mit nach Amerika nimmt. Sie muss sich dann halt als Kathleen ausgeben. Die Kinder spielen auch brav mit. Sie sagen brav Mama zu ihr. Und Mama hat halt versprochen, dass sie mit dem nächsten Schiff nachkommt. So, auf der Überfahrt gerät sie mit jemandem aneinander, der auch meint, er könnte sie, weil sie sehr hübsch ist, vielleicht doch, sie könnte doch für ihn arbeiten, aber nicht auf die ehrliche Art und Weise. Was heißt ehrliche Art, will ich gar nicht sagen, aber sie soll halt für ihn auf den Strich gehen dort. Und das möchte sie natürlich nicht, und der Brust, wie sie ist, holt sie halt aus und haut ihm eine Ohrfeige. Das kriegen natürlich alle mit. Leider kommt dieser Mann bei der Überfahrt, beziehungsweise auf Ellis Island, wo die ganzen Auswanderer halt ankommen, kommt er ums Leben. So, und jetzt heißt es für sie halt, sie könnte jetzt auch unter Mordverdacht stehen und noch ein anderer junger Mann, der immer behilflich gewesen ist. Es wird jetzt halt für sie ja sehr spannend. Sie muss diesen Mann jetzt auch kennenlernen, der ja angeblich ihr Ehemann ist. Der darf sich natürlich auch nicht verplappern, dann wäre es das auch gewesen. Dann wäre sie sofort nach England zurückgeschickt worden. Und das war schon alles sehr interessant, diese ganzen Hintergründe. Es ist halt, was mir halt nicht so ganz gut gefallen hat, es ist halt sehr viel Elend, das heißt, es ist dreckig, es ist elendig, es ist ja im Grunde genommen keine menschenwürdigen Zustände, weder auf dem Schiff, das war schon schlimm, aber jetzt in der neuen schönen Welt ist auch nicht alles so rosig, wie man immer denkt. Ja, und Molly findet den Inspektor, mit dem sie es zu tun bekommt, sehr attraktiv, nur sie ist ja verheiratet angeblich, also kann sie sich das mal gleich abschminken. Was ich eben sehr interessant fand, das war, dass es zu der Zeit schon Taxis gab, und zwar waren das Kutschen, da stand der Kutscher hinten auf der
Kutsche drauf. Also wenn ihr euch das mal anguckt, die hießen Hansom Taxis und auch die ersten Fahrstühle fuhren. Und was ich ganz besonders interessant fand, oder dass ich mag das ja, wenn ich neue Gedankengänge bekomme oder wenn ich mir das dann halt auch mal vorstellen kann, wenn man aus Irland kommt und aus einem kleinen Cottage, aus einem kleinen Dorf und auf einmal kommt man nach Amerika und da gibt es Wolkenkratzer. Häuser, die fast in die Wolken hineinreichen, das waren damals vielleicht 20 Stockwerke. Heute würde man sagen, naja, das ist ja kein Wolkenkratzer. Aber damals war das natürlich sensationell. Es gab dann auch die ersten Fahrstühle. Das muss natürlich, ja, es muss ja wie ein Wunderland gewirkt haben. Ja, außerdem gab es da natürlich auch Elektrizität. Es gab dann auch schon die ersten Straßenbahnen. Aber das Willkommen in Ellis Island war halt nicht besonders herzlich. Wenn man irgendwie nur im Verdacht stand, eine Krankheit zu haben, ging es halt gleich wieder zurück. Ja, ich fand den Krimi-Fall, der ja auch dahinter steht, fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich immer ihre Handlung so wirklich nachvollziehen kann. Ich wäre nicht so mutig wie sie, aber gut, jeder Mensch ist verschieden. Aber ich habe es gerne gelesen. Nur wie gesagt, ich mochte dieses ganze, ja, diese absolute bittere Armut nicht. Aber Geschichte ist nun mal so, wie Geschichte war. Und die sollte man dann ja auch nicht schön flunkern. Die Autorin hat noch eine Reihe geschrieben, die mir persönlich und auch Sina sehr, sehr gut gefällt. Und zwar ist das im Auftrag ihrer Majestät. Und da geht es um Georgiana. Wenn ihr diesen Kanal schon länger verfolgt, dann habt ihr das sicherlich schon gehört. Ich verlinke euch aber auch unten nochmal von Sina die Vorstellung zu der Reihe. Ich höre die Reihe als Hörbuch. Sina hat sie auch als Hörbuch gelesen, konnte jetzt aber nicht abwarten, bis der nächste Teil hochgeladen wird und hat dann halt auch schon mal vorgelesen. Das heißt, sie hat dann selber lesen müssen und hat es nicht vorgelesen bekommen. Ja, Georgiana ist, ich glaube, die 37. in der Thronfolge. Sie hat halt das Problem, ihr Bruder hat nicht viel Geld, ihre Schwägerin kann sie nicht besonders leiden, sie ist ledig. Und sowohl die Queen spannt sie mal gerne für ihre Zwecke ein und das geht vom Beobachte mal die Wally Simpson ein bisschen bis zu anderen Sachen. Es gibt immer eine Leiche, die kommen aber in diesen Büchern relativ spät. Aber es ist eine tolle Atmosphäre, mir macht das sehr viel Spaß, mit Georgiana halt unterwegs zu sein. Ja, und das wäre es dann jetzt schon mal von mir für euch, wenn ihr euch also für einen dieser Krimis interessiert. Ich lese zumindest auf alle Fälle im Auftrag ihrer Majestät weiter. Bei Molly Murphy bin ich mir noch nicht ganz sicher, könnte aber gut sein, dass ich auch da wieder zurückkommen werde. So, das war es jetzt aber endgültig von mir. Bis zum nächsten Mal.